Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Travels Sparks of Hope, The Last Spark Hunter. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von My Travels Sparks of Hope. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir diesen wunderschönen Musikteich gerettet. Haben einen weiteren Apokalypse Rabbit bekommen. Und wir haben richtig haufenweise viel Geld. Beim nächsten Teleporter, falls ich noch eine Flagge falsch schalte, oder beim nächsten Laden, gebe ich die sofort aus. So, rein da würde ich aber erstmal sagen. Ich habe gerade mit einer Sequenz irgendwie gerechnet. Okay. Ich habe für hier drin keine Karte. Da ist Allegra. Du hast ein wunderschönes Lächeln. Dolores. Oh, darauf habe ich mich gefreut. Ich habe sogar damit gerechnet. Ich habe schon viel über die härtesten Kämpfe der Galaxie gehört. Mario, Bowser, Rebella. Genug geredet. Wer du auch bist. Von dir hat man heute zum letzten Mal gehört. Ich bin Dolores. Vergesst das nicht. Denkt daran, wenn ihr nur von mir um Gnade winselt. Bist du besser winseln? Kein von Miseras Sparkjägerinnen hat es je geschafft, uns aufzuhalten. Ich bin keine Sparkjägerin. Ich bin keine von Miseras Marionetten. Ich habe eigene Pläne mit den Sparks. Und Misera kommt darin nicht vor. Ja, du auch bist. Du lässt jetzt sofort meine Freundin frei. Hörst auf, die Sparks zu belästigen und kratzt die Kurve. Alles klar. Das hatte ich fast vergessen. Dein Schoßchen. Da kommst du wohl zu spät. Du hättest dich früher melden sollen. Es tut mir sehr leid, aber ich muss gehen. Schon besser. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, der Unterschied zwischen mir und Misera. Meine Vision für die Zukunft ist die Krönung. Ah, das, was ich im Trailer zum DLC gesehen habe. Der mechanische König Bom-Bom. Hinterhalt. Proto-Robo-König Bom-Bom. Oh, wieder ein neuer Spark. E-Shaker. Ach, jetzt kriege ich von jedem noch eine Shaker-Version und noch eine Apokalypse-Version von denen, die noch gefehlt haben, oder? Ihr müsst was gegen den Schild dieses riesigen Roboters tun. Sonst ist er nahezu unverwundbar. Dafür müsst ihr die Bonbons einsetzen. Irgendwie poetisch, findet ihr nicht? Wenn ihr ihn besiegt, kann ich mit euch von hier entkommen. Habt ihr gemerkt, dass ich, wenn und ich falsch gesagt habe, immer schön positiv denken? Okay, wir brauchen auf jeden Fall Bonbons. Du bist wesentlich kleiner als gedacht. Okay, Raserei immun und gegen alle Effekte immun. Oh, der hat eine ultra hohe Reichweite. Er beschwört Bonbons. Und zu jeder Runde regeneriert sich sein Schild auch. Darauf muss ich achten. Warte mal, hier sind ja offenbar auch Golems. Alle drei Golem-Arten sind vertreten. Okay, dann bringt es mir aber nichts, erstmal in seiner Reichweite zu sein. So, ab nach unten mit dir, Kollege. Ich darf den da unten nicht lethargisch machen. Das wäre ja nur kontraproduktiv.
würde dich auch so kaputt kriegen. So, er ist dran. Ich kann ja gerade nichts gegen ihn machen. Ein Golem sind wir auf jeden Fall schon mal los. Zwei sind wir los. Den dritten müssen wir selber vernichten. So, dann beschwör mal deine Bonbons. Das sind nämlich genau gerade die, die ich brauche. So, Leute, ich habe jetzt erstmal die Golems vernichtet, die jetzt hier grätschbar waren. Weg mit dem Schild. Das hat ja auch einen Vorteil. Schön, dass du gegen Elemente unempfindlich bist. So, jetzt kann ich dich von hier oben abschießen. In Luigi habe ich auch einen von den Dingern weggemacht. So, ich will jetzt die Drakukalypse sehen. Boah, die sieht geil aus. Bei mir hat sich sogar der Erfrischer aktiviert. Irgendwie diese Golems, die helfen mir mehr als sie schaden. Was mir vom Prinzip her einfach nur einen Effekt geben, den ich nutzen kann. So, dann gebe ich euch beiden jetzt erstmal die Drakukalypse nochmal. Ich hatte gerade eben Glück und Energie erhalten. Das Geile ist ja, das heilt mich auch. So, mich würde was interessieren, wenn ich den lethargisch mache, aber vorher den Schild entfernt habe. Ach, ich kann ihn ja nicht grätschen. Bleibt der Schild dann weg? Das interessiert mich. Ich meine jetzt mal träge, also lethargisch. Und dann sehen wir das ja. Ich will einfach nur wissen, ob das so funktioniert. Was auch immer da rauskommt, das schieße ich so weg. So, ist der Schild wieder da oder ist er weg? Der Schild, der bleibt dann weg. Das ist nice. So, einfach draufhauen. Ist ein richtig leichter Boss. Wenn ich jetzt drauf schieße, ist er glaube ich schon down. Ne, eine Runde brauchen wir noch. Aber wie krass ist diese Drakukalypse? Die ist ja komplett broken. Vor allem, weil sie halt nicht elementabhängig ist. Und hey, wenn ihr das seht, ihr wisst, wie ihr gut gegen den ankommen könnt. Ihr könnt den lethargisch machen, dann bleibt der Schild weg. Ich habe ihn mit seinen eigenen Bomben vernichtet. Ha! Die ist aber schnell geflüchtet, nachdem ihr Robo kaputt war. Bipo, fandest du Dolores Reaktion auf ihre Niederlage nicht auch seltsam? Fast so, als hätte sie sich gefreut? Cholerisch wie sie ist, werden wir sie sicher wiedersehen. Wir müssen Allegra finden, sofort! Sie und ihre Freundin schweben noch in großer Gefahr. Jo. Wir haben ja jetzt den E-Shaker. Also so gesehen Aero-Shaker und so weiter, nur halt in Elektroform. Ja, man kann dich mal nutzen. Allein schon zum Sehen. Die Fertigkeiten Prisma warte ich mal ein bisschen.
Was ist hier denn schon wieder los? Der Weg ist überschwemmt. Das Wasser macht es uns unmöglich, Allegra zu folgen. Okay, wie machen wir das Wasser weg? Ach, wir fahren einfach drüber. Zum Glück sollte die Ladekapazität dieses Bootes ausreichen, um uns hinüberzubringen. Ja, wow. Das ist nicht so ein Boot. Wo ist denn der Wakeboard-Turm? Kann ich dir nicht sagen. Geheimer Weg? Jo, geheimer Weg. Ist das hier jetzt eigentlich ein richtiger neuer Bereich? Ja. Und ich sehe schon mal zwei Münzen. Kanonikusjagd. Ich wollte gerade sagen, als ob ich hier nicht rüberkomme. Sieht aus, als wäre das das erste von mehreren Kunstwerken, die die Geschichte von Hortus Melodicus abbilden. Vor vielen Dämmerungsliedern, als der Mond hell am Himmel stand, fiel ein silberner Stern auf Hortus Melodicus herab. Wir fragten uns, ob er gekommen war, um uns zur verlorenen Melodie zu führen. Okay. Du willst mir einfach nur sagen, ich soll sie jagen, ne? Ja, ich muss drei von dem fertig machen. Wo will das hin? Da vorne will das hin, okay. Haben wir hier eine Röhre frei gemacht? Komme ich raus? Hier in der Mitte. Ist okay. Allegra. Da redet wer? Also ja, es ist Allegra, ne? Oh, ich dachte, das Boot selber steuern. Aber ich muss ja nicht schnell sein unbedingt, oder? Ich hätte dieselbe Boost wie sonst. Ob man irgendwas in diesem Zeug hier finden kann? In diesen Blüten? Scheinbar nicht. Oh, was ist das für ein Rätsel? Ich registriere zwei Lebensformen hinter diesem Tor. Eine deutlich größer als die andere. Das ist wahrscheinlich die Freundin. Das müssen Allegra und eine sehr große Freundin sein. Oder Allegra und eine sehr kleine Freundin. Hoffentlich sind sie unversehrt. Irgendwie fehlt das übliche Schloss an diesem Tor. Dies ist ein Prunus apegalis, besser bekannt als Klangweide. Okay. Der Baum ist mit musikalischen Wesen namens Melosphären eine Symbiose eingegangen. Ach so heißen diese kleinen Biester. Ja, ja. Bitte, versuche einfach Mathematik und Musik zu trennen, solange wir hier sind. Ah, jetzt weiß ich erst, wie schön die Zeiten waren, als wir noch Schlüssel suchen durften. Egal, suchen wir diese Klangweide und finden heraus, warum sie nicht mehr mit den Melosphären harmoniert. Okay, kann ich hier einfach anlegen? Nee, ich kann nicht da anlegen, wo ich jetzt sage, hey, ich will hier anlegen. Brauche offenbar einen Steg dafür. Da geht's in ein anderes Gebiet, glaube ich. Da soll ich halten können. Ja,
Hier darf ich anlegen. Was sind das für Tiere? Die kenne ich gar nicht. Okay, hier ist ein Planetenrätsel. Erstmal da drauf, ne? Wofür ist der andere? Ah, da erstmal das Teil holen. Zumindest denke ich das, obwohl, nee, ich muss ja erstmal überhaupt darüber. Ja, ist gut. Wir haben es verstanden. Rein da. So, jetzt muss ich hier was aufmachen. Ja, genau, das muss ich umwerfen. Dann drehe ich die einmal um, die beiden Dinge. Dieses Zeit-Consuming-Rätsel. Man hätte hier auch genauso gut einen Schalter hinpacken können. Ich weiß, es ist gemein gegenüber dem Spiel, aber das hätte man sich echt checken können. Das mit der Röhre. Es hätte gereicht, wenn da beispielsweise ein geheimer Weg gewesen wäre. So, jetzt kommt das wahrscheinlich wieder dahin zurück, damit ich mich da drauf pusten kann. Los! Lass das runter und dann gönne ich. Ja, easy. Ja. Eine weitere Planetenmünze. Und das war offenbar alles aus der Richtung hier. Ach, guck mal, hier ist auch ein Anleger. Den habe ich gerade eben gar nicht gesehen. Gut, logisch, irgendwie muss ich hier hinkommen. So, da ist eine Fizzezeitpfütze. Die machen wir mal als nächstes kaputt. Auf den Rückweg in den Urwald. Wir müssen nach da hinten den Bereich erreichen. So, dann sehen wir mal den Elektroshaker in Aktion. War mir jetzt egal, ob der empfindlich dagegen ist oder nicht. Viel zu leicht. Wollt die den Shake halt nur sehen. So, die da oben werden gerade alle weggesniped. Der hat seine dumme Sicht aktiv. Und da ist ein Kanonier. Mann, die 14 wenigstens auch deren Teamschaden. Aua. So, Leute, ich gebe euch einfach eine Drakokalypse in euer Gesicht. Und es hat sich netterweise die Energie aktiviert, die komplett useless gerade ist. Tschüss. Muss nur nach da hinten kommen. So, und jetzt kommt der Kanonier näher. Da unten sind zwei Scharfschützen. Aua. Und da kommt wahrscheinlich der nächste Scharfschütze gerade. So, den Scharfschützen mache ich jetzt alle. Ich habe leider keine Heilung mehr.
Oi Leute, ich musste gerade die Schlacht einmal neu starten, weil ich einen Bug hatte, dass ich die Runde nicht mehr beenden konnte. Ich habe jetzt bei Rebella zwei der Sparks ausgetauscht, dass ihr da Bescheid wisst. Ihr habt ja die Schockwelle so gesehen. Ich habe jetzt bei ihr einmal die Regeneration und einmal das Reflektieren hier eingepackt, weil hier so viele Scharfschützen sind. So, die hier kann ich jetzt eine mit der Lebensentzug-Raserei hier geben. Also dir gebe ich jetzt den Regen. Wieso hast du nur eins abbekommen? Jetzt bin ich doch verkackeiern. So, Runde vorbei. Also ich konnte gerade eben die Runde nicht beenden und muss halt wirklich deswegen einmal neu starten. Ich hatte da wirklich keine andere Wahl. Aber dadurch habe ich jetzt auch passendere Sparks mitgenommen. So, dann machen wir den Kanonier mal als nächstes kaputt. Sehr wichtig. Nope. Hätte ja sein können. Na los. Das hat weh getan. Ich wollte gerade sagen, bitte keinen direkten Treffer. Wenn ich Luigi bewege, ist er tot. Ich kann Luigi, wie gesagt, nicht bewegen. Der ist RIP, wenn er sich bewegt. Ich mach das mal ganz professionell. Was auch immer da rauskommt, wird nur angegriffen. Was viel Besseres kann ich gerade nicht machen. Warum noch einer von denen? Wenigstens liegt die Krütze bei denen. So, Lebensentzug. Ja. Gebt mir viel von eurem Leben. Oh, der stirbt sogar. Ja, haben es geschafft. Okay, Planetenmünze erhalten. Team erstmal instant heilen. Jetzt will ich wissen, wo ich hier rauskomme. Bin ich jetzt wieder im Anfangsgebiet? Ja, bin ich, aber diesmal auf der Seite hier. Okay, und natürlich ist hier ein Rätsel. Irgendwann verstehe ich, was es mit den Dingern auf sich hat. Okay, wofür move ich den in die Richtung? Es muss doch irgendeinen Sinn und Zweck haben. Wo ist der Schalter? Ach, dafür bewege ich den hin und her. Um an den Schalter daran zu kommen. So, das Ding lasse ich jetzt runter. Kann ich den zurückschieben? Drück den Schalter einmal und hol das Ding zurück. Aber wo will er rein? Da will er rein. Okay. So, die Platte brauche ich jetzt vom Prinzip nicht mehr. Ist hier eine Leiter, die ich nicht sehe? Ach, hier ist ein geheimer Weg.
Wofür muss ich den da denn jetzt nochmal zurückbewegen? Das erschließt sich mir gerade nicht. Ach, dafür. Okay, alles für eine Planetenmünze. Dafür kommt man hier nochmal zurück. Ich heb mir die Planetenmünzen, wie gesagt, erstmal auf. Bis zum Ende. Und wir geben sie dann aus. Okay, und hier ist jetzt eine Abkürzung, die mich wieder zu der Flagge hier bringt. Okay. Habe ich eine Abkürzung. Ich gönne mir auch eben kurz mal ein paar Heil-Items. Leute, ich korrigiere mich. Die drei Dinger hier, die kaufe ich. Für den Rest hebe ich mir die Münzen erstmal auf. Ich habe mir jetzt auch hier noch ein paar Pilztüten gegönnt. So, ich stehe jetzt wieder hier. Die Flagge hier hatte ich noch gar nicht mitgenommen. Ich habe gerade im Fortschritt des Planeten geguckt. Wir können noch zwei weitere Sparks hier bekommen. Was ist das denn hier für ein schönes Gebiet? Ach, im Übrigen, damit ihr weißt, was ich mit Fortschritt meine. Hier, den Fortschritt meine ich. Da kann man sehen, wie viele Erinnerungen noch fehlen, wie viele Waffenskins und wie viele Sparks. Das ist aber nicht unbedingt der Fortschritt vom Spiel an sich. Da starten 50% und beim Story-Fortschritt an sich habe ich 41 momentan. Ich sehe auf jeden Fall eine rote Münzen-Herausforderung. Und auch einen neuen Laden. Ist ein neues Gebiet, ne? Okay, das ist ein bisschen größer. Und hier sind auch die ganzen Münzen. Ich guck gerade. Eine habe ich. 6. 9 liegen hier, 10 können wir hier abgrasen. Ne, 12, weil die beiden zählen ja auch noch. Dadurch kriegen wir wahrscheinlich die letzten Skins hier zusammen. Warte. Ja, wenn wir all die Münzen hier holen, können wir uns alle Skins holen. Wir sind hier jetzt bei der Klangweide. Ich finde es schön, wie sie einfach durchgehend mit uns redet. So, die Frage ist, wie ich da drüber komme zu dem anderen Spark. Ich habe keine Ahnung, was für eine Art von Spark du darstellen willst. Wir gönnen uns auf jeden Fall erstmal die rote Münzen-Herausforderung, die bestimmt schrecklich wird, weil ich mit dem Boot steuern muss. Ach, tatsächlich ist die relativ einfach. Die war ja mal richtig leicht. Eine weitere Planetenmünze in unserem Besitz. Zehn dürften wir eigentlich nur noch einsammeln dürfen. Gucken wir mal zuerst dort. Wo ist denn hier der Anleger? Gibt es hier keinen? Doch, da. Da ist der. Ah, und ich sehe schon Kanonikus. Okay,
Die lege ich mich jetzt aber nicht an. Euch mache ich offscreen platt. Oh nein, Bro Stella, warum bist du auch hier? Ihr seid verloren. Warum? Entschuldigung, diese Ort. Es ist diese Ort. Es ist so musikalisch. Madame Borstellers Dimensionsdrifttouren haben noch nie so gut geklungen. Ihr sehnt euch nach dem süßen Klang des Sieges, oder? Dann stellt euch ihre Truppen zusammen, denn hinter dem Tor erwartet euch ein Orchester der Grausamkeiten. Das gönne ich mir heute nicht. Das gönne ich mir nächste Folge, aber nicht heute. So, wie können wir dir helfen? Okay, ihre einzelnen Teile sind verstreut. Sie müssen ja irgendwo in einem Bereich sein, wo ich sie einsammeln kann und rübertragen kann. Weil ich weiß nicht... Da drüben ist halt schon mal eins. Ich weiß nicht, ob man die über das Schiff hinwegtragen kann. Das müsste man halt erstmal ausprobieren. Guck mir nochmal die Karte an. Guck mal, die Orte von den Viechern, die sind auch auf der Karte markiert. Na gut, ich würde sagen, wir beschäftigen uns das nächste Mal damit. Ich bleib mal hier auf dem Schiff. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!